Der Besuch im Kino. Angekündigt ist der Film Edwige Schmidt des jungen Schweizer Schriftstellers und Regisseurs Matthias Tschocke. Die Vorstellung weicht ab vom Ritual des üblichen Kinobesuches. Vor der Filmvorführung liest der Schriftsteller Matthias Tschocke aus seinem literarischen Werk. Literatur provoziert Bilder, stachelt das Vorstellungsvermögen an. So wird der Film also vorerst im privaten Kino unter der Schädeldecke der Zuschauer aufgeführt. Wie herrlich dort oben der Mann über die Dachsparren steigt, ein König der Luft. Was sind Dachsparren? Frei wie der Wind, Dachdecker lenkt sie. Dachdecker, das wär's, dabei ist das derselbe Mist. Reibt sich die Augen, sieht in der gleißenden Morgensonne die mächtige Silhouette des Dachdeckers und träumt davon. Eigenartig. Wenn ich mich Kohlenstaub verschmiert in ein Café setze, werde ich von der Kellnerin herzlich innig betrachtet, zuvorkommend bedient. Warum? Beinahe möchte sie mir den Staub aus dem Gesicht wischen mit ihrer weißen Hand. Und sie lächelt und sagt vielleicht Feierabend oder sonst ein vertrautes Wort. Schatz möglicherweise. Na, irgendetwas Kleines, fast Verliebtes. Die Projektionsfläche für Tschockes Visionen kann Leinwand sein oder Buchseite. Sein künstlerisches Vorgehen bleibt verwandt. Filmische Sehweise und ihre literarische Verarbeitung prägen seinen Erzählstil auch im neuesten Buch, Er, Sie, Es. Der Gang durch verschiedene Realitätsebenen zeigt, dass der Künstler Tschocke zugleich Schauspieler ist, Filmemacher und Schriftsteller. Aber auch die Art, wie Szenen ineinander montiert und Schnitte gesetzt werden. Guten Appetit. Guten Appetit. Film und Literatur, beide spiegeln eine künstlerische Absicht. Eins als Ergänzung des anderen. Im Film finde ich sogar häufig störend das Montageprinzip, wo reale Bilder aneinander geschnitten werden. Und die einzelnen Bilder sind aber immer sehr real. Und in der Literatur sind die Bilder durch das, dass sie in die Sprache übersetzt werden, absolut unreal sowieso. Von vornherein sind sie künstlich. Und da kann ich Bilder nebenan stellen, die ganz eine andere Assoziation auslösen im Leser, als wenn ich die wirklich sehe, die einzelnen Bilder, die man in den Büchern liest. Mit seinen Werken trifft Tschocke den Zeitgeist. In der vielgeschlechtlichen Person Er, Sie, Es, die sich dem Festgelegtwerden entzieht, lebt die neue Identität einer zeitbewussten Generation. Ich habe das Gefühl, dass meine Generation mit Film aufgewachsen ist, wie man früher mit Sprache aufgewachsen ist. Also die grossbürgerlichen Dichter, Thomas Mann und so, mit Sprache aufgewachsen sind. Und insofern hat sicher der Film viel zu tun mit meinem Denken überhaupt, also mit meiner Abfolge von Denken. Da wird nicht geradlinig dahin erzählt. Die Figur Er, Sie, Es kreist er im Roman ähnlich systematisch ein wie im Film die Heldin Edwige Schmidt. Aus Einzelszenen montiert er eine Kunstfigur. Mir interessiert viel mehr das Leben, wo zugegebenermaßen gelebt ist, zu übersetzen und in dieser Übersetzung das Leben abstrakt zu machen und zu zeigen oder zu behandeln in dieser Form, die halt zum Beispiel der Literatur angemessen ist oder am Film angemessen ist. Die Kamera und das beobachtende Auge des Autors. Literatur, Film, Theater greifen geistvoll ineinander in Tschockes Werk. Diese Totalität teilt sich auch dem Leser mit. Vom konkreten Vorgang hat es damit zu, dass mich halt wirklich Musik sehr interessiert und Bilder interessieren und Wort vor allem. Zum Beispiel eine Musik zu einem Satz finde ich etwas sehr Attraktives, wenn ich das könnte. Guten Morgen, schöne Dame, guten Morgen. Bewölkungsverdichtung mit Schwerpunkt der Eintrübung über dem weißen Meer. Da-da-di-di-di-di-di-di-di. Da 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 da
Der Kaffee ist lau, das Schnittbrot bereit, ein Ei in der Wärme. Die Butter ist hart, Marmelade fehlt, die Heizung ist auf. Der Einkaufszettel liegt auf dem Spiegel links von den Handschuhen. Sie müssen gehen, auf Wiedersehen. Berlin ist schön, 7:10 Uhr, Berlin ist schön. Auf ins Büro.